183 Mal liegt der Verdacht der Korruption nicht ganz fern. Es geht um unsere Bundesregierung und die vielen Sonderkarten der UEFA für die Spiele der Europameisterschaften. Ganz vorne mit dabei Karl Lauterbach, Annalena Baerbock und Nancy Faeser. Es gibt jetzt hier einen Strafrechtsprofessor, der das Ganze beurteilt und sagt, es muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob es hier denn mit rechten Dingen zugegangen ist. Denn es liegt auf der Hand, dass die Empfänger der Ehrenkarten der UEFA nicht ins Stadion gegangen sind, weil sie ihren Dienst ausüben, sondern weil sie die Freude an der Beobachtung des Fußballspiels hatten. Das zeigen beispielsweise die Selfies von Karl Lauterbach und den dazu geschriebenen Texten. 183 Mal hat die Bundesregierung jetzt zugegeben, wurden Karten aus dem Sonderkontingent der Ehrenkarten der UEFA an Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages, aber auch an leitende Beamte von Ministerien weitergegeben. Dabei handelt es sich in jedem einzelnen Fall um einen geldwerten Vorteil. Die Bundesregierung möchte das allerdings nicht hören, denn sie sagen, es gibt keine verkäuflichen Ehrenkarten, also gibt es auch keinen Gegenwert. Dabei wissen wir, es ist eine Versorgung wie in einer VIP-Loge mit angeschlossen. Das kostet bei einer normalen VIP-Karte ungefähr 2000 Euro. Bei allen 51 Spielen der EM waren Vertreterinnen oder Vertreter der Regierung hier anwesend. Es gibt ja auch einen Abteilungsleiter aus dem Bundesinnenministerium, der ist als Selbstzahler angereist. Das heißt, er ist auf eigene Kosten zum Stadion gefahren. Dagegen gibt es eine Mitarbeiterin von Frau Baerbock, die für über 500 Euro zu einem Fußballspiel angereist ist. Und ja, für alle, die sich die Frage stellen, Nius hat sich die Frage auch gestellt, ist denn da eine erste Klasse Reise denn inkludiert? Ja, die Bundesreisekostenordnung, die für Beamte gilt, sieht ab 4 Stunden Fahrtdauer auch die Möglichkeit der Reise mit der ersten Klasse vor. Das ist ganz normal für unsere Beamten. Sie wollen nicht mit dem Pöbel in der zweiten Klasse sitzen, also dürfen sie auf Steuerzahlerkosten selbstverständlich in der ersten Klasse sitzen. Für alle, die noch nicht abonniert haben, jetzt wird's Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Habe ich am Anfang weggelassen, weil das Thema heute viel zu spannend ist. Es geht nämlich hier auch um die Hintergründe, wie denn hier der Verdacht der Korruption in den Raum gestellt wird. Es gibt nämlich jetzt hier auch einen Interessenkonflikt und ihr werdet am Ende lachen, wer wieder dafür verantwortlich ist. Die EM hat ungefähr 1,7 Milliarden Euro Gewinn in die Taschen des Ausrichters der UEFA gespült. Doch die Politik hatte 2018 versprochen, dass auf diesen Gewinn so gut wie keine Steuern in Deutschland an das Finanzamt zu zahlen sind. Damaliger Finanzminister Olaf Scholz, heute Bundeskanzler. Er war es, der die ganzen Steuervorteile auf den Weg gebracht hat für diese Spiele. Der Strafrechtsexperte Strate, er ist nämlich hier wirklich juristischer Fachmann. Er hat schon historische Urteile erstritten und zweifelsfrei sieht er in der Herausgabe der kostenlosen Karten einen vermögenswerten Vorteil. Und das könne eben den Verdacht einer Untreue begründen. Und man muss das wirklich im Einzelfall begutachten. Viel spannender sind jetzt allerdings die Zahlen, die die Bundesregierung zugeben musste auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten Stefan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der AfD. Viele werden ihn kennen. Es ging jetzt hier um die Frage, wie viele Tickets wurden überhaupt ausgestellt? 183. Wer war denn am häufigsten im Stadion? Unter den Mitgliedern der Bundesregierung war ganze 8-mal Nancy Faeser an einem Spiel. 6-mal war es Herr Lauterbach, 5-mal Olaf Scholz, 4-mal Lisa Paus, 4-mal Annalena Baerbock. Dann kommt noch Wolfgang Schmidt und so weiter und so fort. Es ist dann am Ende immer nur ein Spiel übrig geblieben, wo denn jemand hin dürfte. Es gibt aber auch unter den parlamentarischen Staatssekretären hier wirklich große Fußballfans. Hier Bundestagsabgeordneter der SPD, Nils Annen, hat ganze 4 dieser Gratiskarten abgestaubt. Der Abgeordnete Oliver Luktsitsch der FDP hat sich ganze 4 Karten ebenfalls gesichert aus dem Kontingent von Volker Wissing und dem Verkehrsministerium. Es kostet ungefähr 2000 Euro eine vergleichbare Karte, auch wenn man diese Ehrenkarte nicht kaufen kann. Darüber hinaus haben noch zahlreiche Mitarbeiter diese Spiele hier besucht. Und da wird es interessant, wie sind sie denn zum Stadion gekommen und wie sind sie denn zurückgekommen? Von 183 Nutznießern dieser Ehrenkarten für das Fußballspielen ist in 73 Fällen eine An- oder Abreise mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr erfolgt, weil sie eben günstig ist. Ironie off, es ist wirklich schweineteuer, wenn auch dabei sind die umstrittenen Ausnahmen des Nachtflugverbotes
für Annalena Baerbock am 23. Juni von Frankfurt nach Luxemburg. Am gleichen Abend die Ausnahme für Herrn Scholz von Frankfurt am Main nach Berlin. Und am 29. Juni für Herrn Olaf Scholz von Dortmund nach Berlin. Und da könnten Sie sich auch fahren lassen mit Ihrer Limousine oder Sie könnten sich fliegen lassen mit einem Hubschrauber. Dauert ein bisschen länger, ist aber jederzeit erlaubt. Nein, Sie machen hier innerdeutsche Flüge einfach zum Standard und erzählen uns etwas von Klimaschutz. Es gibt jetzt hier noch die An- und Abreisekosten, zum Beispiel von Florian Tonka. Er ist Rekordhalter für die Preise eines einfachen Linienfluges. Die An- und Abreise zum Spiel Spanien gegen Georgien haben 970,36 Euro gekostet. Aber Frau Paus aus dem Familienministerium hat den teuersten Einzelflug eingereicht mit 657,13 Euro. Dafür ist sie nur vom Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland nach Hause geflogen, also München, Berlin. Dafür 657,13 Euro. Völlig offen ist derzeit, wie diese ganzen Ehrenkarten jetzt versteuert werden sollen. Eine Anfrage beim Finanzministerium von Christian Lindner bleibt unbeantwortet. Sie wollen also sich gar nicht darüber auslassen. Im Bundestag sagen sie auch, es ist den Gremien bekannt, dass hier eine gewisse Anzahl an kleinen Karten eben ausgegeben wurde. Und das steht im krassen Widerspruch dazu, dass zum Beispiel das Bundeskanzleramt von der UEFA eine Miniatur des EM-Pokals geschenkt bekommen hat und den Wert dieses Pokals als Geschenk eben veröffentlichen mussten. Ebenfalls hat das Auswärtige Amt ein Nationaltrikot der slowenischen Mannschaft erhalten und den Gegenwert von rund 90 Euro angegeben. Das heißt, bei den kleinsten Geschenken muss man alles nachweisen. Das ist fast so wie bei dir und mir, wenn wir unsere Steuererklärung machen und wehe, es fehlt ein Beleg, dann wird gleich die Steuerfahndung vorbeigeschickt. Hier ist es einfach gang und gäbe. Tickets im Wert von 2000 Euro, machen wir das mal 183, dann sind wir bei 360.000 Euro. Plus die Kosten für die Anreise mit der Flugbereitschaft, also wir sind locker bei einer 750.000 Euro, die hier einfach mal so rausgegeben werden im Interesse, dass es sich hier um herausragende sportliche Veranstaltungen handelt, wo deutsche Repräsentanten anwesend sein müssen. Da können wir drüber diskutieren, aber ja nur bei den Mitgliedern der Regierung. Kein leitender Beamter in irgendeinem Ministerium kann hier, alleine schon aus protokollarischen Gründen nicht, die Bundesregierung repräsentieren. Es ist völliger Wahnsinn. Sie greifen hier einfach in die Taschen und man sieht einfach mal der Verdacht der Korruption am Ende. Jetzt, wo man auch noch weiß, dass die UEFA hier steuerfrei einkassiert hat, Olaf Scholz das Ganze angeleiert hat. Ja, da kommt wieder eins zum anderen und wir sind wieder beim besten Bundeskanzler aller Zeiten, im besten Deutschland aller Zeiten. Aber was soll's, dass sie auf 1,7 Milliarden Euro hier so gut wie keine Steuern bezahlen? Aufgrund des Steuergeheimnisses werden wir darüber keine Auskunft bekommen, aber es wurden so viele Ausnahmetatbestände in die Steuergesetze geschrieben, die für solche Sportveranstaltungen gelten, dass man davon ausgehen kann, dass das wahrscheinlich noch nicht mal 100 Millionen Euro sind. Ob sie die Mehrwertsteuer korrekt abgeführt haben, wird auch noch spannend zu sehen sein. Ich habe mich noch gar nicht damit befasst, was dort die Ausnahmen sind. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Völliger Wahnsinn, würden viele sagen, die hier zuschauen. Oder sagst du, das ist das Normalste der Welt, dass wir zu 51 Spielen einfach mal 183 Ehrenkarten austeilen, auch an einfache Bundestagsabgeordnete, Mitarbeiter und parlamentarische Staatssekretäre? Da frage ich mich, für was haben wir vereidigte Ministerinnen und Minister, die dieses Land repräsentieren sollen, wenn sie immer nur ihr Fußvolk vorschicken? Sie arbeiten dann doch nicht ihre Arbeit ab, die sie eigentlich machen sollten. Aber das ist wieder eine andere Baustelle. Abonniere den Kanal, auch X und Telegram, dann bleibst du immer up to date. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.